Herzlich willkommen bei Stardew Valley. Herzlich willkommen zurück. So. Hast du wieder alles mitlaufen lassen, um mich zu ärgern? Ja, habe ich. Lustig. Brauchst du nicht eine Runde, wenn ich dich ärgere? Nö, nö. Neues Rezept, das ich von meinem Papa immer benutzt habe. Lass dir beim Kochen Zeit, Pam. Überbackener Blumenkohl. Wow. Stört mich gar nicht so. Ich hole jetzt einen Stör, denn Störe kriegt man schwer und vor allen Dingen im Sommer. Du? Die Marmelade fährt aber schon wieder aus irgendwelchen Gründen alle mehr. Kannst du mir dazu irgendwas sagen? Ja, weil ich hier gleich wieder was reinlege. Du siehst ja, dass ich hier gerade Farbenarbeit mache. Ach ja, siehst du? Sender hast du, ne? Denn du kannst mit dem Weizen sehr schnell leveln. Ja, das mache ich auch ab. Nein. Brauchst du jetzt nicht irgendwas das abzukommen, ich mache das schnell und dann gehe ich ganz schnell zum anderen. Für alle, die es noch nicht wussten, ein kleiner Tipp zum Fische züchten. Wer auch guten Kaviar möchte, der geht im Sommer zum Bergsee und angelt sich da möglichst mehrere Störe. Und die kann man züchten und von denen kriegt man höchstwahrscheinlich den besten Kaviar. So bin ich gegen auch. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich keine Lust hatte, ewig lange zu sitzen. Und weißt du, was du noch machen kannst mit der Nachricht? Was denn? Kannst alle Tiere füttern. Ja, das mache ich auch. Ach, siehst du, ich wollte noch was ganz Bestimmtes machen. Ich habe doch hier extra Platz gemacht. Und wollte da noch ganz dringend zu Robin. Mit dem Holz? Da kann ich Ihnen nicht sagen. Guck mal im Haus. Das, was ich draußen nicht reinbekommen habe, habe ich immer ins Haus gelegt. Ich habe nur 23 Holz. Dann guck mal ins Haus. Wenn da nicht ist, müssen wir wieder ran. Ja. Das war mega praktisch. Ich habe mich richtig viele kleine Kästchen. Aber ich glaube, für so eine Schlange braucht man auch ein bisschen mehr. Ja, ich kümmere mich halt mal um die Tiere hier. Oh, ich habe ja was vergessen abzuernten. Gut. Glaubt, jetzt habe ich hier alles. Auch das Holz muss fertig. Und die Bäume müssen geerntet werden. Sag mal, wie lange haben wir denn die Hühner nicht mehr eingesammelt hier mit den. Sag mal. So. Ich bin doch sowieso schon der 26. Das heißt, der Monat ist schon fast zu Ende, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir es da die Bälle haben laufen lassen. Mann, ich komme nicht an das eine Ei heran. Ja, endlich. Das blöde Huhn. Diesen Satz will ich finden. So, schön. Lasst mich an eure Eier. So, einen noch guten Tag sagen. Oh, gleich ist abends und ich habe immer noch nicht genug Holz. Wahrscheinlich hört Robin zu, bis ich da bin. Ja, das war jetzt nicht mein bester Tag. Ich versuche noch schnell zum See zu fahren und ein bisschen zu angeln. Vielleicht finde ich ja doch noch eine Stelle.
Heute ist schon der 26. Das heißt, ich habe nur noch 2 Tage Zeit. Gut, die Kühe habe ich auch alle beknuttet. Obwohl, ich müsste mal gucken, ob die Hühner noch Futter haben. Ich habe die alle gestreichelt, denen die Eier geklaut. Obwohl, die Eier kann ich ja wieder hier reinlegen. Aber nach dem Futter habe ich nicht geschaut. Uralte Frucht. Sehr schön. Pack die mal gleich in diesen Samenhersteller. Ich möchte davon ganz viele haben. Welcher ist? Sind das die drei hier? Nehmen wir Grün-Ruhr? Aber nur wenn es keine goldene ist. Das ist eine goldene. Dann verkaufst du. Das ist echt viel wert. Eine goldene uralte Frucht. Gut. Ja, wir können mal drauf achten, wie viel das ändert. Wie viel wir dafür bekommen, aber richtig viel irgendwie. Aus den goldenen Früchten lohnt es sich ja nicht so viel. Dieser Fisch nicht so viel reinzunehmen. Ich glaube, ich habe noch ein Spiel dran. Das ist echt schwer rauszuholen. Ich habe schon wieder keine anderen Mahlzeiten. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Fischteil. Und ich brauche eine dritte rote Truhe. Ich habe jetzt 2 Störe rausgeholt. Das ist sehr gut. Das beschleunigt unser Vorhaben. Ich meine, wenn man Fischteil tragen kann, man muss die Fische nicht füttern, dann ist das eigentlich das Coolste überhaupt, Fischteile zu haben. Ich habe mich übrigens auch schlau gemacht, wie das mit dem Kaviar ist. Und die Faustregel ist, je wertvoller der Fisch, desto teurer sind nachher auch die Fischkörner. Man stopft die denn in dieses Marmeladen-Fassmachgerät. Weißt du, was ich meine? In diese Holzfässer. Und dann kommt da hochwertiger Kaviar raus. Also ich habe festgestellt, mit Karpfen lohnt sich das jetzt nicht unbedingt. Es sei denn, man möchte mit Karpfen kochen. Denn wenn die sich vermehren, kriegt man ja immer mehr von dem Fisch. Und Aale kriegt man erst im Herbst. Also werde ich im Herbst nochmal ganz viel angeln und uns ein paar Aale rausholen. Joho. Dann mach das mal. Es sind 21 Uhr, ja? Ja, und? Wir haben Zeit. Ich bin am See, also ich kann mit dem Minenkarren dann direkt zurückkommen. Kannst du noch mal auf dem Feld gucken, ob du noch was nachpflanzen kannst? Zwei Tage. Ja doch, hier Weizen kannst du anpflanzen. Weizen überlebt auch im Herbst. Okay. Wo finde ich Weizensaat war? Habe ich doch gerade in der Hand gehabt. Wir müssten da richtig viel drin haben in der Rückenkiste. Kannst du alle. Na, dann schaue ich mal. Dreimal Weizensaat. Wir haben über 60. Pflanze sie im Sommer oder Herbst? Ja. Mach ich. Die rote Truhe, wa? Gut. Ich habe ja extra noch mal was geholt. Das Gute ist, wenn man es wirklich macht, dass die Felder mit dem Weizen nicht kaputt gehen. Sonst immer muss man ja neuen Dünger drauf machen. Das sind nachher die einzigen Felder, die nicht total schädig aussehen. Also muss ich mich hier durchkämpfen.
Oh. Kampf der Nerven, Säge. Ich würde dir gerne was anpflanzen, aber so. Ich hätte nie gedacht, dass ich Angeln mal so gerne mache, aber wenn man erstmal dabei ist und man weiß, wie es geht, dann angelt man auch an einem Tag. Naja, es wird spät. Ja, kein Problem. Außerdem, ich habe doch auch den Zauberstab. Geh du ruhig schon mal schlafen, ich hole dir noch ein paar Sachen raus. Du kannst mir so 0:50 Uhr nochmal Bescheid sagen. Wenn du schon entspannt im Bett bist, kannst du drauf gucken. Ich habe ja zum Beispiel noch einen Fisch an der Angel. Okay, ich bin vernünftig, ich freue mich. Ja, komm mal her. Ich bin auch vernünftig. Ich gehe mal ins Haus. Hi. Wer ist schon vor dir da? Wie kommt denn das? Ach, keine Ahnung. So, schauen wir mal. Cool, ich kann mir jetzt einen Wurmeimer machen und selber bessere Haken und Unlock-Dinger für die Angel machen. Uralte Frucht 907. Eine einzige. Sehr schön, ne? Ja. Und das Coole ist, diese Samen, wenn man die im Frühling ausbringt, die sind bis zum Herbst auf dem Feld. Ja, diesmal gehe ich nicht auf das Kreuz oben. Also wir brauchen nur eine Handvoll Ersatzsamen fürs nächste Jahr, ansonsten können wir die komplett auspflanzen. Ja, gut. Dann würde ich mal vorschlagen, bis zur nächsten Folge. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.